Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das neue Sektorgutachten Energie der Monopolkommission. Das ist eine Zusammensetzung von Branchenexperten oder überhaupt ja, Wettbewerbsexperten, die schlussendlich für die Bundesregierung arbeiten oder von der eingesetzt werden, um dann möglichst unabhängig ein Gutachten zu veröffentlichen, zum Beispiel für eben die Energiebranche, wo es dann eben nicht nur um unsere kernenergiewirtschaftlichen Themen geht, sondern zum Beispiel auch den Import von Gas und die Marktverhältnisse dahinter und die Verteilung der Anbieter von Elektro-Ladesäulen, Betreibern und so weiter. Also relativ spannendes Themenfeld und wir können uns das ja mal genauer anschauen. Das ist jetzt vor wenigen Tagen veröffentlicht worden. Ihr habt neben dieser Pressemitteilung und einem Erklärpodcast dazu unten das Sondergutachten im Volltext. Ja, also das ist dann das eigentliche PDF, was ihr euch dann komplett runterladen könnt. Da gehen wir auch gleich rein. In der Pressemitteilung als PDF habt ihr schlussendlich nochmal zusammengefasst, was wir dann auch in dem Dokument lesen könnten. Also wenn ihr euch das nur grob anschauen wollt, wenn ihr nur grob wissen wollt, was so aktuelle wettbewerbliche Verhältnisse sind im Markt und wie die eingeschätzt werden, dann schaut euch hier einfach diese zwei Seiten an, wo das auch schon schön fett markiert zusammengefasst wird. Es gibt so ein paar Punkte, die hier zu Recht angesprochen werden und das können wir uns ja mal anschauen. Eigentlich ist es dann ein 170-seitiges PDF. Ja, also da ist dann schon einiges drin und nach den ersten Zusammenfassungen, ne? Ihr seht hier eine 8-seitige Kurzzusammenfassung, gehen wir dann direkt in die inhaltlichen Kapitel. Energiemärkte im Wandel, seht ihr auch, das sind nur dann so 3 Seiten. Das ist natürlich so ein bisschen das Framing, dass wir uns in einer Situation des permanenten Wandels jetzt befinden. Ne? Also nicht nur, dass wir wegen des Klimawandels jetzt versuchen, unsere Energieerzeugung und Verteilung und so weiter klimaneutraler aufzustellen und effizienter aufzustellen und so weiter, sondern dass eben natürlich auch eine Digitalisierung und andere Kundenbedürfnisse und auch technische Entwicklungen dafür sorgen, dass es hier Veränderungen gibt und die im Markt auch wiedergespiegelt werden muss. Gerade der Elektroantrieb bei Autos ist ein Thema, was jetzt natürlich auch einen neuen Markt hat entstehen lassen, nämlich den der Betreiber von Ladesäulen, Schnellladesäulen an Autobahnraststätten, aber auch im öffentlichen Raum und im halböffentlichen Raum. Also da gibt es ja auch eine gewisse Marktverteilung von Anbietern, die da sehr früh mit viel Geld reingegangen sind. Und es stellt sich dann auch raus, die sind dann teilweise regional quasi Monopolisten, weil sie weit mehr als 60%, 70%, 80% der Ladesäulen dort betreiben, in einer Region zum Beispiel. Und das ist dann schon fragwürdig. Und wir kommen auch gleich noch drauf, was hier die Empfehlungen sind. Denn teilweise seht ihr dann in diesen Kapiteln auch ein konkretes Unterkapitel Handlungsempfehlungen. Und das kann man dann sich dann natürlich schön schnell rauslesen. Kapitel 2 ist dann schon ein bisschen klarer mit dem Thema Gas, ne? Versorgungssicherheit und Wettbewerb im Gasmarkt. Und hier habt ihr Unterverteilung in Versorgungssicherheit selbst. Und da haben wir natürlich im Gasbereich insbesondere auch den Import. Und es gibt hier ganz klar die Empfehlung, da kann ich schon mal ein bisschen spoilern, dass der Import gerade von Flüssiggas, aber auch überhaupt diversifiziert werden soll, flexibilisiert werden soll. Also wir brauchen im Zweifel mehr Exporteure, die uns was liefern wollen. Und da muss man sich ein bisschen breiter aufstellen, empfiehlt hier die Monopolkommission. Zweites Unterkapitel, Anbieterwechsel fördern, mehr Wettbewerb schaffen. Auch im Gasmarkt soll aufgeklärt werden und auch transparent dargestellt werden, dass ein Versorgerwechsel gut ist und sinnvoll ist. Ne? Also ihr seht hier unter Punkte wie Wechselverhalten als Wettbewerbsindikator. Hier wird sehr drauf eingegangen, dass das ein wichtiges Thema ist, dass Kunden in der Lage sind und auch informiert sind, wie man wechselt. Und dass eben hier auch das Thema des Grundversorgers und wie man Grundversorger wird, vielleicht überdacht werden sollte. Es wird im Großen und Ganzen hier teilweise empfohlen, ein Ausschreibungsmodell für das Finden des Grundversorgers einzuführen. Bisher ist es ja so, dass alle 3 Jahre der jeweils größte Versorger in einer Region im Netzgebiet der neue Grundversorger wird. Oder der Alte bleibt, weil er ist im Zweifel immer noch der Größte vor Ort. Und dass man dabei vielleicht einen gewissen Wettbewerb reinbringt, indem man eine Ausschreibung macht, wo also auch ein anderer, ein vielleicht benachbarter großer Versorger oder ein Regionalversorger oder eben wieder das Stadtwerk sagen kann, ich möchte das bewusst werden und dann alle neuen Standortkunden übernehmen in meine Grundversorgung. Das hat plausible Punkte, ist teilweise aber auch
nicht unbedingt zielführend, ne? Weil der Größte vor Ort hat nun mal auch die Strukturen, um weiterhin Grundversorger zu sein. Und er kann das im Prinzip auch abgeben. Es gibt Möglichkeiten, seine Grundversorgung abzugeben, wenn man sich selbst dafür zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr geeignet sieht. Nichtlineare Tarife, also sowas wie die dynamischen Tarife im Strombereich, auch hier im Gasbereich, soweit es eben geht, vielleicht reinzubringen, muss man sich dann genauer anschauen. Wenn ihr euch für den Gasmarkt besonders interessiert, dann ist hier Kapitel 2 für euch auf jeden Fall super interessant und geht vom Import bis hin zur Preisgestaltung und auch gerade diese Grundversorgungsfindung über mehrere Themen hinweg. Das ist ganz, ganz spannend. Kapitel 3, Strommarktdesign und Versorgungssicherheit. Hier haben wir einen ganz wichtigen Punkt zum eben genau Strommarktdesign. Wir haben ja einen Energy-Only-Markt. Die große Diskussion um das Strommarktdesign gab es ja vor 8 bis 10 Jahren, wo man sich dann darauf geeinigt hat, in Deutschland, man macht einen Energy-Only-Markt, wo es also nur um den Strom selbst geht. Der Alternative war immer der Kapazitätsmarkt, wo also die Kraftwerkskapazität auch gehandelt werden kann, wettbewerblich positioniert werden kann. Und das ist etwas, was hier zum Teil wieder empfohlen wird. Man möchte einen Kapazitätsmarkt womöglich einführen, um die Reservekraftwerke praktisch parat zu haben, und zwar effizienter, günstiger, flexibler. Ob das so ist, im Gegensatz zu Bundesregierung sagt, bestimmte Kraftwerke sollen in einer Reserve bleiben, in einer kalten Reserve oder wie auch immer, das ist unterschiedlich zu betrachten. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen von Experten, was davon jetzt der bessere Weg ist. Auf jeden Fall die Monopolkommission empfiehlt, zu einem gewissen Grad Kapazitätsmärkte einzuführen und darüber Kraftwerkskapazitäten, fossile Kraftwerkskapazitäten bereitzuhalten. Und dann haben wir im Kapitel 4 das Thema Elektromobilität, ich habe es ja schon angesprochen. Das wird hier relativ groß behandelt. Und insbesondere wird hier dann darüber gesprochen, dass eben die Marktanteile gerade im regionalen Bereich teilweise sehr, sehr kurios sind, also sehr eine klare Konzentration auf einen Anbieter in vielen Regionen. Oder zum Beispiel im Thema Schnellladebereich, dass da eben auch nur 2, 3 Anbieter das weitestgehend machen deutschlandweit, dass zum Beispiel auch dann Autobahnraststätten zum Teil schon in festen, also die Betreiber, die ja dann viele Raststätten auch betreiben, zum Teil, dass die feste Rahmenverträge haben mit einem Ladestellenbetreiber, ne, sodass das also auch schwierig wettbewerblich zu bedienen ist für jemanden, der da reingehen will. Das ist so im Großen und Ganzen, was hier rauskommt. In der Pressemitteilung wird nochmal darauf hingewiesen, die haben eine Webseite geschaffen, wo man sich Rahmendaten für die Verteilung der Ladesäulenbetreiber anschauen kann. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist alles dann mit unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier wird dann gerade im Anhang nochmal drauf eingegangen, wie die Verteilung ist, auch regional aufgestellt wird und wie die hier zur Datensammlung kommen. Da kann man sich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auch wirklich viel rausziehen. Und dann schlussendlich Kapitel 5, Analyse zur wettbewerbsabhängigen Weitergabe des Tankrabatts an Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Also ein bisschen Grenzthema, sage ich mal, für uns als Energiewirtschaft. So, ne? Das ist wirklich klassische fossile Kraftstoffe, die an der Tankstelle gezogen werden und wie das da eben ich sag mal, aus Verbrauchersicht in den letzten Monaten gehandelt wurde. Kapitel 6. Zentrale politische Handlungsempfehlung wäre dann für den, der nur die Zusammenfassung will, wahrscheinlich genau das Kapitel, mit dem man sich weiter beschäftigt. Seht ihr ja auch, das sind dann so 3, 4 Seiten, kann man sich ruhig mal anschauen. Die Anhänge hier. Regionale Marktabgrenzung nach Luftlinie oder Gebietskörperschaft ist dann wieder das Thema der Ladesäulen und auch Anhang C offensichtlich Datenaufbereitung für Ladeinfrastrukturanalyse. Diese 3 Anhänge sind das Ladesäulenthema nochmal. Wer also sich nur mal ein bisschen reinlesen will, geht in Zweifel nach der ersten Zusammenfassung, ne, nach der Kurzzusammenfassung, die wir hier am Anfang hatten, die ja so 7, 8 Seiten lang ist, dann im Zweifel einfach in das Kapitel 6 und schaut sich die zentralen politischen Handlungsempfehlungen an. Ansonsten, was ein anderer Weg ist, um tiefer reinzusteigen, ist natürlich das Abbildungsverzeichnis und Tabellenverzeichnis, wo man ablesen kann, was hier vielleicht interessant ist. Ne, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit einer Wechselquote beschäftige, in diesem Fall dürfte es immer noch der Gasbereich sein, dann ist das hier eben genau dann meine Grafik, die mich interessiert oder wie ich halt Lieferantenwechsel in dem Bereich sich über die Jahre entwickelt haben. Klicke ich dann hier drauf, springe in das Gaskapitel. Oder dann, ne, wenn ich sehe Abbildung 3 Punkt, dann ist es im Kapitel 3 Strombereich, dann kann ich hier eben mir anschauen, wie sich zum Beispiel hier diese Kraftwerkssituation mit dem Kapazitätsmarkt laut denen entwickelt.
Und so weiter und so fort. Also so kann ich im Zweifel auch hier durchgehen. Ne? Preisentwicklung und sowas. Das ist also im Zweifel ganz interessant. Und dann natürlich auch die Tabellen gleicher Weg. So. Ich würde aber empfehlen, wir gehen tatsächlich dann mal auf das Kapitel 6, zentrale politische Handlungsempfehlungen. Wie gesagt, die Monopolkommission ist ja eine Zusammensetzung eines Expertengremiums von der Bundesregierung aufgestellt oder von denen beauftragt. Und dieses Expertengremium empfiehlt schlussendlich der Regierung, Dinge zu tun. Und in dieser Empfehlung kann man natürlich als Wirtschaft auch einiges rauslesen, gar keine Frage. Also von daher ist es kein uninteressantes Dokument. Versorgungssicherheit und Wettbewerb im Gasmarkt. Hier wird also nochmal ganz klar darauf eingegangen, dass Diversifizierung und Flexibilisierung der Importstruktur, LNG, ein Thema ist. Und das ist nicht nur überhaupt der Wechsel hin zu LNG, wo man verschiedenste Importverträge ja auch dann machen könnte, wichtig ist im Vergleich zu, dass wir in der Vergangenheit vor allem über die Pipelines von Russland importiert haben und ein gewisser Teil aus Norwegen und dann ursprünglich noch ein gewisser Teil aus Niederlande und so, was ja alles jetzt weniger wird. Und dass man eben über diesen Weg auf mehr Anbieter einerseits gehen kann, aber dass man auch unbedingt mehr Anbieter sich fest sichern sollte, wenn man jetzt auf LNG setzt, ne? Dass man da also auch wirklich verschiedenste Wege hat, die Lieferungen zu garantieren, die man braucht. So. Und so weiter. Wettbewerb auf Haushaltsebene. Hier ist dann das Thema mit Grundversorgung und Informationskampagnen über Lieferantenwechselmöglichkeiten. Das ist ja schon von mir erwähnt worden. Hier ist dann ein Punkt, der ist vielleicht auch so ein bisschen aus Verbrauchersicht skurril, also aus Verbraucherschutzsicht skurril, aber aus Wettbewerbssicht vielleicht ganz sinnvoll. Monopolkommission empfiehlt, die Eingriffe in das Preissystem mittels Gaspreisbremse auslaufen zu lassen. Also auch hier wirklich nicht mehr zu verlängern. Als sozialpolitische Maßnahmen sind direkte Transfers für bedürftige Haushalte besser geeignet als der pauschale Eingriff in das Preissystem. Das ist schon wahr. Gleichzeitig wissen wir, dass in der Vergangenheit das gezielte Fördern von finanzschwachen Haushalten nicht gut funktioniert hat. Also muss man mal so sagen. Daher, ich kann den Ansatz verstehen, ob es halt funktioniert in Deutschland, ist so eine andere Frage. Ja, Strommarktdesign habe ich jetzt schon erwähnt. Es geht denen vor allem um den Kapazitätsmarkt, also Kraftwerksbetreibern über einen speziellen Angebotsmarkt die Chance zu geben, sich da zu positionieren und im Zweifel das bessere Angebot zu machen als ein anderer Kraftwerksbetreiber, dann aber garantiert praktisch das Kraftwerk laufen lassen zu können und dann wird es halt abgerufen und dann passt das schon. Ja. Hier steht zum Beispiel, ne, dass es ja so gestaltet wird, dass der Regulierer in einem ersten Schritt zentral Kapazität zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit beschafft und dann in einem zweiten Schritt wettbewerbsgesteuert das Ganze erweitert wird, also nachdem praktisch Bund oder Aufsichtsbehörden und Netze erstmal grundsätzlich was beschaffen, dass dann Anbieter, also Versorger, Bilanzkreisverantwortliche und so weiter, Händler, dass die dann sehr frei marktlich sich mit Kraftwerksbetreibern hier auseinandersetzen und dort praktisch Garantien einkaufen, na, gegenseitige Garantien. Du lieferst und ich bezahle es auch. Na, was, das ist so natürlich nochmal ein Schritt weiter als, ich sag mal, die aktuelle Börsensituation, in der ich eine Energiemenge als Produkt einkaufe. Genau. Ansonsten Ladenetz, hier Wettbewerb schaffen. Also hier wird im Großen und Ganzen sehr kritisch auch darauf eingegangen, dass die Betreibersituation wirklich teilweise skurril ist. Also absolute Konzentration auf wenige Anbieter in den verschiedenen Bereichen. Da empfehle ich euch wirklich die Webseite, die das mit Grafiken und Tabellen schön aufbereitet. Und das Tankrabatt-Thema habe ich auch schon nur kurz angerissen. Ja, insoweit ist das ein ganz interessantes Dokument von der Monopolkommission. Kann man sich auf jeden Fall mal weiter anschauen und diverse Informationen darüber rausziehen, wie der energiewirtschaftliche Markt in verschiedenen Bereichen aktuell aufgestellt ist. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen und so weiter dazu habt, dann gerne schon mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, ja, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.